falls es bei dir in deinem älteren Wohnmobil oder generell in deinem Auto noch so aussieht oder vielleicht so und nicht schon so, dann habe ich vielleicht einen Tipp für dich. Also bleib dran. Hallo zusammen, schön, dass du wieder bei Ride On with Friends eingeschaltet hast. Wie ihr vielleicht wisst, fahre ich ja nicht nur Motorräder, sondern auch ein Wohnmobil. Ich sitze hier in unserem alten Knaus Traveler, einem Alkoven, und habe heute mal was installiert, um den Alkoven etwas aufzupeppen. Und zwar habe ich das nagelneue Carburide W103 Pro bekommen, das ich hier montiert habe, und zwar auch mit der optionalen Kamera, die ich noch am Wohnmobil hinten montieren werde. Die Kamera hat ein LED-Licht, ein Kabel ca. 6 Meter lang und wird an meinem Carburide angeschlossen. Aber was ist das Carburide? Einige von euch haben vielleicht schon mein Video über das Carburide am Motorrad gesehen, und es gibt eine spezielle Edition für das Auto und insbesondere für das Wohnmobil mit einem über 10 Zoll großen Monitor, einem HD-Monitor. Und ich muss sagen, mich begeistert es einfach, welche Technologie es mittlerweile gibt. Ich streame mein Handy quasi über diesen Monitor. Im Monitor wird alles angezeigt, was ich am Handy mache oder die Apps, die entsprechend CarPlay-fähig sind oder auch Auto-Android-fähig sind, werden dort einfach gespiegelt. Ja, ich kann nicht nur über den Monitor navigieren und Google Maps oder MyRoute App oder diverse andere Apps nutzen zur Navigation, sondern ich kann auch den Monitor als Entertainment-System nutzen. Videos schauen, die ich über YouTube streame, oder auch Musik hören, Podcasts hören. Alles, was man sich so vorstellen kann. Mein Name ist Jürgen. Das Schöne ist, dass der Monitor nicht nur einen eigenen ganz tollen Lautsprecher hat, sondern ich kann auch den Lautsprecher weiterleiten über entsprechende Funktechnologie an meinen Radio. Das heißt, ich kann einen Broadcast aufsetzen. Man wählt einfach im Radio die gleiche Senderfrequenz wie am Gerät, und schon werden alle Töne über die Bordlautsprecher weitergegeben. Das funktioniert auch sehr gut, sollte einfach eine Frequenz wählen, die nicht durch einen Radiosender vorbelegt ist, und dann läuft das einfach super. Man kann aber auch über Kabel x-beliebige Lautsprecher anbinden, was ich jetzt nicht gemacht habe. Also ich nutze zurzeit eigentlich den Lautsprecher vom Gerät, vom Carburide, und das läuft auch sehr zufriedenstellend. Und ja, der Einsatzzweck ist vor allem Navigation und während der Fahrt auch den ein oder anderen Podcast hören oder auch hier und da mal ein Hörbuch. Was gibt es noch dazu berichten? Ja, das Ganze läuft natürlich über Apple CarPlay und Android Auto. Also man hat alle Funktionalitäten wie Spracheingabe, Voice Control, wie es so schön heißt. Man kann am Gerät, das werdet ihr dann gleich sehen, hervorragend die Kamera anschließen. Man kann über USB sein Handy direkt anschließen, muss nicht WLAN oder Bluetooth nutzen, hat auch gleichzeitig dann eine Ladefunktion für die Batterien des Smartphones. Was ich nicht mache oder was man aber machen könnte, ist, man kann eine SD-Karte installieren, kann darauf Fotos, Videos, Multimedia-Files drauf kopieren, die man sich dann anschauen kann, aber das ist ein Thema, was ich für überflüssig erachte. Ja, das Ganze, das seht ihr ja schon, ist in einem netten Paket geliefert, direkt von Carburide bestellt. Ihr bekommt, wenn ihr daran Interesse habt, über meinen Link, den ich euch in der Beschreibung ablege, auch einen Rabatt.
Code und über den Rabattcode bekommt ihr auch noch einen Preisnachlass. Ja, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich habe bisher immer mit Navigationsgeräten gearbeitet, vor allem dem Garmin Zumo. Mit einem Saugnapfhalter habe ich das Navigationsgerät vorne an der Windschutzscheibe angebracht. Hier und da gab es auch immer mal wieder Probleme, das Satellitensignal zu empfangen, aber in der Regel hat es gut geklappt. Der große Nachteil, den ich hatte, ist, dass mein Navigationsgerät ziemlich veraltet ist und auch nicht die Besonderheiten von Wohnmobile berücksichtigt hat. Zum Beispiel das Gewicht. Ich habe ein Wohnmobil, das 3,5 Tonnen wiegt, und die Außenabmessungen, was besonders im Urlaub ganz wichtig ist, dass man nicht gerade eine Strecke wählt, wo die Brücke nur 3 Meter zulässige Höhe hat, weil mein Wohnmobil, mein Alkofen ist 3,30 Meter hoch. Also habe ich mich nach Alternativlösungen umgeschaut und bin dann auch bei diversen Apps fündig geworden, wo man einfach diese Rahmenbedingungen bei der Planung mit berücksichtigen konnte. Und ja, dann fing es an. Ich habe mein Navigationsgerät verworfen und habe mein iPhone genutzt. Ein damaliges iPhone 6 hat super funktioniert. Der große Nachteil war, ja, der Monitor war mir einfach zu klein. Wenn man unterwegs ist und schnell in einer fremden Stadt wissen will, wo man da jetzt mit so einem riesen Wohnmobil abbiegt, dann war das immer blöd auf dem kleinen Handy. Ich habe dann irgendwann mal das iPhone gewechselt, bin zu einem größeren iPhone übergegangen, dem iPhone 15 Max. Ja, da wurde der Monitor zwar etwas größer, aber immer noch nicht so, dass es für mich zufriedenstellend war. Und dann war ich vor der entscheidenden Frage gestanden, kaufe mir jetzt ein neues Navi, gibt es ja diverse Navis, speziell auch für Wohnmobile, oder hole ich mir irgendwas ganz Flexibles. Und ich habe mir dann von Carbonite diesen Monitor geholt, wie gesagt mit 10,2 Zoll Größe. Das werdet ihr gleich sehen, wie groß der ist. Und der ist dann innerhalb von 2 Minuten eingebaut. Also den habe ich hier in meinem Fiat schnell positionieren können. Einfach Stecker in die Dose, wo auch der Zigarettenanzünder normalerweise reingehört. Und schon funktioniert das Ganze. WLAN konfiguriert, Bluetooth konfiguriert. Handy liegt jetzt bei mir in der Mittelkonsole und ich sehe auf einem ganz großen Monitor, wohin ich navigiere, und kann dann noch viel, viel mehr machen. Ja, jetzt bin ich schon zweimal unterwegs gewesen mit dem System. Hat eigentlich super geklappt. Ich habe ja bereits schon Erfahrungswerte auf dem Motorrad. Im Unterschied zum Motorrad ist dieses System hier nicht wasserdicht, was ich auch natürlich im Wohnmobil nicht brauche. Aber ich kann es innerhalb von 5 Minuten hier abbauen. Und bei mir im Cabrio, das ist auch ein 10 Jahre altes Cabrio, positionieren und auch dort nutzen. Also ich bin sehr flexibel mit diesem System. Lässt sich ohne Probleme in wenigen Minuten einbauen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Rückfahrkamera einzubauen. Das ist ein bisschen ein größeren Act, weil ich muss hier das Kabel durchs Wohnmobil verlegen und dann auch die Rückfahrkamera mit Strom versorgen. Da muss man noch überlegen, wie ich das am besten mache. Also ich kann euch das heute noch nicht zeigen. Aber jetzt möchte ich euch mal den Carbonite W103 Pro vorstellen. Es gibt da schon auch zahlreiche Videos. Aber ich habe quasi vor 2 Wochen die aktuellste Version bekommen mit dem aktuellsten Software-Update und der entsprechenden Hardware-Technologie, die sich auch nochmal verbessert hat gegenüber den alten Versionen. Und die ersten Tests haben gezeigt, dass das wirklich sehr, sehr zufriedenstellend läuft. Jetzt nehme ich mal die Kamera und zeige euch mal den Monitor.
Ja, ihr seht schon, wie groß der Monitor ist, nämlich über 10 Zoll. Ich habe jetzt hier gerade in der Ansicht Google Maps. Das wird, wie gesagt, über mein Handy, über Apple CarPlay gestreamt. Man muss dazu einfach eine WLAN-Verbindung zwischen Carbureit und seinem Handy aufbauen und auch eine Bluetooth-Verbindung. Man kann noch ein zweites Handy anschließen für Bluetooth, um Musik zu streamen. Aber ich habe das jetzt mal nur mit meinem iPhone-Handy gemacht. Und da kann man natürlich alle Funktionalitäten von Apple CarPlay anwenden. Wenn ihr mehr über Apple CarPlay oder auch Android Auto erfahren wollt, dann könnt ihr gerne in das andere Video von mir reinschauen. Da habe ich rechts oben, wie immer, das Video verlinkt. Im Grunde genommen sind die Funktionalitäten gleich wie beim Carbureit auf dem Motorrad. Also ich habe hier Apple CarPlay, kann jede CarPlay-fähige App aufrufen und zur Anzeige bringen. Das heißt, es wird gestreamt vom Handy. Das Handy hängt normalerweise über Kabel an dem Monitor dran, wird also gleichzeitig auch geladen. Ich habe das Ganze jetzt heute über die WLAN-Technologie getestet. Wenn man mal hier die Apps durchschaut, dann seht ihr genau die gleichen Apps wie auf dem Motorrad bei Carbureit. Das ist ganz klar, das ist original Apple CarPlay in der neuesten Version. Wenn ich jetzt mal umschalte auf das eigene Betriebssystem von Carbureit, dann seht ihr hier eine für mich tolle, ansprechende Oberfläche. Links außen wird immer die aktuelle Zeit angegeben. Rechts sieht man die Apps, die das Betriebssystem mitbringen. Ich fange mal hier oben an. Man kann den Hintergrund verändern, um das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten. Man hat hier einen Equalizer, um bei Ton, Musik, Streaming einfach individuell seine Werte einzustellen, kann die Helligkeit verändern. Das System merkt automatisch, ob ihr jetzt bei Dunkelheit fahrt oder auch in der prallen Sonne, da wird die Helligkeit automatisch dann auch angepasst. Ja, was gibt's noch zu sagen? Im Grunde genommen schalte ich jetzt gleich mal um von Apple CarPlay auf eine Besonderheit, nämlich auf die Direktverbindung ohne CarPlay. Und zwar kann man hier über Settings die Anbindung zu seinem Telefon einstellen. Was ich vorher nicht kannte, ist der iOS Mirror, also das direkte Spiegeln von Handy auf dem Monitor. Man sieht also genau die Oberfläche direkt hier am Monitor, kann seine entsprechende Apps auswählen, wie YouTube und dann auch Videos schauen. Das schauen wir uns gleich mal an, indem ich hier mal die Einstellungen ändere. Er zeigt mir nochmal, dass ich nicht CarPlay und gleichzeitig die Oberflächenspiegelung von Apple nutzen kann, ähnlich wie AirPlay, sondern dass ich mich entscheiden muss. In dieser Sequenz möchte ich dir kurz den Workflow zeigen. Zündschlüssel rum, Carbureit bootet, verbindet sich mit WLAN und Bluetooth mit deinem Handy und startet Apple CarPlay. Und schon kannst du die Apps wie gewohnt auswählen. In diesem Fall zunächst Google Maps. Und hier sieht man die Karte. Hier könnte ich dann eine Route wählen und planen lassen. Oder du wählst eine andere Navigations-App, hier in diesem Beispiel von MyRoute App, weil dort spezielle Wohnmobilparameter berücksichtigt werden.
Du kannst natürlich hier direkt im Monitor in die Karte reinzoomen oder die Karte verkleinern. Und wenn du gleichzeitig zur Navigationskarte auch noch sehen möchtest, welche Lieder gespielt werden, dann kannst du in einen anderen Darstellungsmodus gehen. Hier nochmal ein kurzes Beispiel, wie ich mein Smartphone mit dem Carbaroid-Monitor synchronisiere. Ich wähle auf dem Smartphone das entsprechende Bild oder Video aus und lasse es mir auf dem großen Monitor anzeigen. Natürlich mit Ton. Du wirst es nicht glauben, aber die Installation und Konfiguration des Systems ging so schnell, dass ich sogar heute noch die Rückfahrkamera montiert habe. Genau in der Mitte im Heck habe ich sie entsprechend verklebt. Im Gegensatz zur Montageanleitung habe ich den Strom nicht über die 12-Volt-Leitung des Rückscheinwerfers geregelt, sondern mein Nachbar hat mir freundlicherweise ein Kabel verlötet und ich nutze dieses Kabel, um über die Bordsteckdose zu gehen. So kann ich dauerhaft, wenn ich das möchte, die Rückfahrkamera anhaben und zum Beispiel den Trailer, den ich manchmal hinter dem Wohnmobil herschleppe, beobachten, ob die Motorräder noch richtig gut verzurrt sind. Ihr seht hier im Monitor die Heckkamera, wie sie den Abstand in meinem Carport zur rückwärtigen Wand anzeigt. Wie gesagt, die Abstandslinien kann man individuell konfigurieren von der Breite und von der Länge. Das muss ich alles nochmal ausprobieren. Man kann die Parklinien für die hintere Kamera, also für die Rückfahrkamera, individuell anpassen und dann auch in der Kamera nutzen. Hier ein kurzer Überblick über den Lieferumfang, wenn ihr den Carbaroid W103 Pro bestellt. Als erstes springt euch der 10,3 Zoll HD Touchscreen Monitor ins Auge. Der wird ausgeliefert mit einem Netzkabel für eine Zigarettensteckdose. Ihr könnt aber auch den Monitor mit jedem USB-Kabel an den USB-Anschluss anschließen. Es werden zwei Halter ausgeliefert. Einmal ein Saugnapfhalter, den ihr direkt an die Windschutzscheibe montieren könnt, aber auch eine klebbare Unterlegscheibe für den Saugnapfhalter, mit dem ihr dann den Halter auf das Armaturenbrett anbringen könnt. Der Saugnapfhalter hat auch einen Verlängerungsarm. Im Wohnmobil habe ich den selbstklebenden drehbaren Halter verwendet, während ich den Saugnapfhalter im Cabrio nutze. Ausgeliefert wird auch ein 3,5 mm Audiokabel für den Anschluss von externen Lautsprechern, eine LED-Rückfahrkamera, die absolut wasserdicht ist, die HD-Bilder aussendet, ein Anschlusskabel für die Rückfahrkamera etwa 6 Meter lang und last but not least eine Bedienungsanleitung, leider nur in Englisch. Bevor ich zur persönlichen Zusammenfassung komme, möchte ich hier nochmals die Features von Carbaroid W103 Pro auflisten. Näheres findest du natürlich im Internet auf der Carbaroid Homepage. Nun zu meinem persönlichen Fazit. Die Nachrüstung einer sogenannten integrierten Radionavigationslösung mit Rückfahrkamera eignet sich nicht bei älteren Fahrzeugen, ist kompliziert bei der Montage und viel zu teuer im Vergleich zu den anderen Lösungen. Zudem kann man die Lösung nur in einem Fahrzeug nutzen. Die technische und funktionale Leistungsfähigkeit eines Smartphones gegenüber den handelsüblichen Navigationsgeräten wie TomTom oder Garmin ist um ein Vielfaches höher. Die Nutzung spezialisierter Navigations-Apps, zum Beispiel für Wohnmobile, aber auch für andere Fahrzeuge, spricht auch für das Smartphone. Die Größe des Monitors und die fehlende Integrationsmöglichkeiten von Rückfahrkameras spricht dagegen. Die Monitorgröße könnte man auch noch mit einem Tablet ausgleichen. Bei der Smartphone- und Tablet-Lösung benötigt man allerdings noch entsprechende Montagehalter für das Cockpit oder die Windschutzscheibe. Auch eine Radiointegration sucht man vergeblich. Der Carbaroid W103 Pro
bringt für mich das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vorteile aller Lösungen mit. Kurz zusammengefasst, einfache Montage in jedem Fahrzeug und sehr gut integrierbar. Eine ideale Lösung für ältere Fahrzeuge ohne Apple CarPlay oder Android Auto mit einer sehr hohen Qualität. Also eine ausgezeichnete Alternative zu jedem Radio mit Apple CarPlay. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.